Was genau Kunst ist, kann man eigentlich nicht definieren. Kunst ist eine Rüstung, um sich vor der Gesellschaft zu schützen. Kunst ist auch einfach ein Instrument, um dem nach außen nicht so verkauften, aber immer noch präsenten, kontrollierenden Staat zu zeigen, wie es nicht geht, wie es besser geht. Kunst ist dafür da, um sich auszudrücken in Bereichen, wo einem sonst nicht zugehört wird. Kunst ist dafür da, um sich Gehör zu verschaffen. Kunst ist auch dafür da, um zu provozieren. Kunst muss auch provozieren. Wenn Kunst nicht mehr provoziert, guckt keiner mehr hin. Die Comedy wird härter, der Humor wird härter. Warum darf die Kunst das nicht auch? Wer nicht mit der Zeit geht, der wird unsichtbar. Deswegen muss Kunst auch weiter provozieren und auch immer weiterhin Grenzen überschreiten. Ja, ich wurde mal gefragt, was machst du? Und ich muss einfach sagen, ich male. Das ist halt das, was ich mache. Und das mache ich auch unglaublich gerne. Ich mache das mit Leidenschaft. Ich mache das schon mein ganzes Leben lang. Es liegt mir in den Genen. Und es ist eine sehr befriedigende Arbeit, Kunst zu erschaffen und Menschen damit Freude zu bereiten. Und ich denke, das ist das, was ich mein Leben lang machen möchte, wofür ich mich entschieden habe. Und das ist der richtige Weg. Und ich hoffe, dass alle die Menschen, die meine Bilder sehen, da genauso viel Freude drin haben, wie ich beim Malen. Ich tanze auch beim Malen, muss ich sagen. Also es ist einfach so, die Möglichkeit zu haben, kreativ zu sein, wann man möchte. Die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich möchte jetzt meine Gedanken loswerden, einen Output schaffen. Ich habe die Freude daran nie verloren und ich habe diese tagtäglichen Bedürfnisse, dass ich einfach nachts aufwache, eine Idee habe, dass ich in die Galerie gehe, dass ich einfach anfange zu malen, dass ich das, was mich bewegt und beschäftigt, loswerden muss, dass ich es auf Papier bringen kann, auf die Leinwand bringen kann, dass ich damit dann meinem Unmut, meiner Freude oder auch meiner Situation Ausdruck verleihen kann und das Ganze dann auch projizieren kann in einer positiven Form. Das ist einfach, es ist wie ein Rausch, wenn man malt. Man befreit sich von Problemen, man hat eine sprachfreie Ausdrucksform, die es einem ermöglicht, Dinge zu sagen und zu zeigen, die sonst einfach nicht Ausdruck kriegen können mit Worten. Und das ist einfach eine schöne Form der Kommunikation. Talent kann man sich aneignen. Ich finde, dass Malen ein Handwerk ist, was man erlernen kann, aber eine gewisse Begabung muss da sein. Es geht auch um den Blick für Dinge. Ich werde oft gefragt, wie ich denn die Welt wahrnehme und wie ich Dinge sehe, wie ich zu den Ideen komme, die ich umsetze. Und man kann das nicht erklären. Es ist wie Atmen, es ist wie unterbewusstes Denken. Es geschieht, glaube ich, einfach ohne viel Erklärungsbedarf. Das Bedürfnis, dass man von innen verspürt, nach draußen zu kommunizieren, sollte man nicht blockieren. Man sollte die Energie, die man hat, rauslassen und sie auch zeigen. Und sonst denke ich, dass es einen auch auf Dauer unglücklich macht, wenn man sich dem verschließt. Für mich ist es ein analoges Handwerk in der digitalen Zeit. Und sich da noch weiterhin zu behaupten als Freigeist, mit momentan schon gesellschaftlich auferlegten Konventionen, ist unglaublich wichtig und sollte auch gefördert und erhalten bleiben. Das Wichtigste bei Kunst ist, dass Kunst nicht für
gewisse Gesellschaftsschichten privilegiert vorbehalten wird. Kunst im Keller bringt niemandem was, denn Kunst ist dafür da, um Menschen Freude zu bereiten. Und deswegen sollte Kunst für jeden bereitgestellt werden und nicht nur für Menschen, die die Mittel dazu haben, sich sowas zu leisten. Denn Kunst ist kein Privileg, Kunst ist allgegenwärtig und sollte nicht ungerecht verteilt werden unter gewissen Gruppen von Menschen. Und deswegen sollte auch mehr Kunst im öffentlichen Raum stehen. Kunst sollte besser zugänglich gemacht werden, besser präsentiert werden. Und ich male deswegen gerne auch mit meinen Kindermalkursen. Ich male gerne mit Gruppen bei mir, weil ich den Leuten die Kunst näher bringen möchte, die sonst keinen Zugang dazu haben. Und deswegen sollten auch andere Menschen vielleicht mal darüber nachdenken, dass Kunst im Tresorraum noch nie irgendwie Wert hatte. Investiert man denn in Kunst, wenn man Kunst kauft, oder investiert man in Kultur? Wir investieren, glaube ich, in die Unsterblichkeit. Ein Künstler, der ein Objekt schafft, schafft es ja nicht für den rein finanziellen Nutzen, sondern er schafft es ja, um sich auszudrücken. Und ich denke, dass man da Nachhaltigkeit auch sieht, weil es ist in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft, in jedem Land, jeder Staat dieser Welt hat als größtes Repertoire seiner Darstellung, seiner Kultur, seine Kunstschätze. Es sind unsere Religionen, es sind unsere Geschichten, es sind unsere Kriege. In allen Formen der Geschichte sind Kunstobjekte das einzig Erhaltene geblieben, was uns eigentlich ausmacht. Es sind unsere Dichter, Denker gewesen, unsere Schriftsteller, unsere Musiker und unsere Künstler, die uns als Spezies immer schon nachhaltig definiert haben. Und deswegen sehe ich die Investition in Kunst nicht nur als Kauf einer Sache, sondern als Erhalt unserer Identität.